Ich weiß nicht, er ist klein und plump und er steckt sich M&Ms in die Ohren. Ich bin sicher, er hat auch seine guten Seiten. Das sind seine guten Seiten. Wenigstens hast du eine Verabredung. Chris hat dich immer noch nicht gefragt. Du weißt doch genau, wie lange er braucht. Wenn er dich noch länger warten lässt, wirst du in Stützstrümpfen zum Sockenball kommen. Oh, hallo, mein Name ist Elroy und... Wer ist das? Was ist das, wäre passender. Sein Name ist Elroy. Er ist gerade herversetzt worden. Du kennst ihn? Ich verbrachte 55 schreckliche Minuten mit ihm im Chemieunterricht. Er versaute uns eins der Experimente und schickte uns fast ins Jenseits. Oh, vielen Dank. Passen Sie auf den Aschenbecher auf. Tut mir leid. Ist schon okay. Ab jetzt ist das eine Nichtraucherabteilung. Ich glaube, er kommt rüber. Vielleicht bittet er dich zum Sockenball. Oh. Hallo, mein Name ist Elroy Tanner. Aber all meine Freunde nennen mich E.T. Hallo, Elroy Tanner. Hey, ich erkenne dich wieder aus dem Chemieunterricht. Du hattest dich doch unter dem Tisch versteckt und aus der Bibel vorgelesen. Ist schon schwer, heutzutage einen ruhigen Platz zum Lesen zu finden, was? Wie ist eigentlich dein Name? Gladys Schwartz. Oh, was für ein süßer Name. Sie macht nur Spaß. Ihr Name ist Lindsay Selkirk. Ja, und das hier ist Evie Garland, 17 Midvale Road. Ihre Vorwahl 408 und dann 555-4669. Oh, gut, ist mir ein Vergnügen, Evie Garland, Midvale Road 17. Oh, es tut mir leid, Evie. Warte, ich gebe dir eine Serviette. Oh, oh, warte. Wir brauchen unbedingt Wasser. Nein, nein, ist schon okay. Evie, Chris ist gerade reingekommen. Willst du, dass er zu uns kommt? Ihr braucht ihn nicht zu fragen. Ich würde euch gerne Gesellschaft leisten. Was für ein Trampel. Komm, wir verziehen uns hier. Hey, wollt ihr, dass ich euch nach Hause fahre? Beno, würdest du bitte stillhalten? Aber dann pass mit diesen Nadeln auf. Ich möchte, dass du meine Hosen kürzt und nicht meine Beine. Und dieser Elroy ist einfach unglaublich. Wir hatten Glück, dass wir mit dem Leben davon kamen. Hallo, Mädels. Hallo. Du bist fertig. Wer ist Elroy? Ach, er ist ein Neuer. Wir haben ihn gerade getroffen. Der größte Dussel aller Zeiten. Ach, ich bitte euch. Ganz ehrlich, ihr könnt nicht nach dem ersten Eindruck gehen. Ihr habt den Jungen erst einmal getroffen. Woher wollt ihr wissen, dass er ein Dussel ist? Sieh mal, was er mit meiner Jacke gemacht hat. Oh, dieser Dussel. Was war das, was du da gerade über den ersten Eindruck gesagt hast, Donna? Evie? Du musst einfach akzeptieren, dass auf dieser Welt manche Leute eben Dussel und Trampel sind. Beno, pass auf die Nadel! War mir ein Vergnügen. So etwas kann passieren. Also, wenn Chris dich noch nicht zum Sockenball gebeten hat, wird es langsam Zeit, ein paar Andeutungen fallen zu lassen. Siehst du, da ist er. Denk daran, Andeutungen. Hallo, ihr Süßen. Hallo. Evie sagte gerade in diesem Moment, dass sie zum Kaufhaus hüpfen würde, um ein paar Socken zu kaufen. Aber ich brauche keine Socken. Ach ja! Ich wollte gerade loshüpfen, um Socken zu kaufen.
Vielleicht essen wir danach irgendwo einen Snack. Naja, und dann reden wir übers Leben und über Verabredungen. Ja, genau, Lindsay. Über Verabredungen wollte ich mit dir sowieso noch reden. Aber wie gesagt, erst werde ich zum Kaufhaus hüpfen und Socken holen. Ach ja, richtig. Das hätte ich beinahe vergessen. Ja? Ich habe meine Sportsocken in meinem Spind vergessen. Wenn ich sie nicht bald nach Hause bringe, werden sie allein nach Hause laufen. Also, macht's gut. Glaubst du vielleicht, wir waren zu subtil? Hast du gesehen, da ist Elroy? Weißt du, wie ihn jeder hier nennt? König Trampel. Igitt, der Kerl winkt. Wink bloß nicht zurück, das ist sozialer Selbstmord. Armer Junge. Er tut mir richtig leid, weißt du das? Ja, mir auch. Aber dieser Kerl ist ein wandelndes Katastrophengebiet. Ich verzieh mich lieber, bevor er noch hierher kommt. Mach's gut. Wir sehen uns. $10 für eine Cola? 50 Cent für die Cola und 59 für das ganze Zeug, das du diese Woche zerbrochen hast. Ich habe keine $10. Vielleicht könnte ich Teller abwaschen. Was denn für Teller? Oder willst du die Scherben abwaschen? Hier, das geht auf meine Rechnung. Das kann ich nicht annehmen. Ich schon. Oh ja. Tja, vielen Dank. Ich zahle es dir zurück, sobald ich mein Sparschwein aufgebrochen habe. Nein, nicht nötig. Das ist schon in Ordnung. Ich breche es jeden Tag auf. Darf ich mich zu dir setzen? Hm? Oh, tja. Ich habe reichlich Hausaufgaben zu machen. Du weißt doch, Französisch, Algebra, Sport. Alles klar, ich verstehe schon. Also schön, meinetwegen setz dich. Hey, das ist großartig. Sonst habe ich immer alleine an der Bar rumsitzen müssen. Wirklich, das ist ja sehr interessant. Gibst du mir bitte das Salz, ja? Oh, ja, mach ich doch glatt. Oh! Oh. Das musste ja passieren. Ich bin ein Trottel. Weißt du, wie die anderen Kinder mich nennen? Man muss doch nicht immer auf das hören, was die anderen sagen. Sie nennen mich Graf Trampel. König Trampel. Du bist wunderhübsch. Ich habe noch nie so hübsche Augen gesehen. Naja, sie sind so blau wie das Wasser in einer Waschbeckenwerbung. Danke. Ich bin überrascht, dass du überhaupt mit mir sprichst. Die meisten Mädchen meiden mich wie die Pest. Würdest du mir glauben, dass ich noch nie eine Verabredung ja. hatte? Red keinen Unsinn. Ich bin sicher, dass eine Menge Mädchen gerne mit dir ausgehen würden. Ach ja, würdest du mit einem Jungen wie mir ausgehen? Sicher? Wann? Hey, hey, wie wär's mit Freitag zum Sockenball? Oh, ich, na ja, ja, oh. Schon in Ordnung. Ich wusste es ja. Mit einem Typen wie mir will sich niemand sehen lassen. Wieso eigentlich nicht? Oh, wow. Ich habe eine Verabredung mit Evie Carlin. Oh, ich werde dich Freitag um 7 abholen. Oh. Evie, ich habe was wirklich Wichtiges vergessen. Was? Deine Turnhosen? Nein. Den Sockenball am Freitag. Willst du hingehen? Tut mir leid, aber Elroy hat mich zuerst gefragt. König Trampel? Du gehst außen mit dieser Schnarchnase? Na und? Das glaube ich dir alles nicht. Ich auch nicht. Jetzt beeil dich, Elroy wird bald hier sein. Ja, ich komme gleich. Ich bin wirklich stolz auf Sie. Andere Mädchen hätten sich sicher geschämt wegen so einer Verabredung. Aber nicht meine Evie. Was immer sie tut es mit Stolz, Würde und mit erhobenem Haupt. Okay, ich bin fertig. Wofür? Freitag der 13., der 12. Teil? Was soll denn diese Hockeymaske? Naja, ich habe das Gefühl, dass eine Erkältung im Anmarsch ist und ich möchte keine Bazillen verteilen. Hachu! 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 Hachu!
Evi. Na schön. Die Wahrheit ist, ich möchte nicht, dass mich jemand mit Elroy sieht. Ach, Schätzchen. Du kannst doch nicht zu einem Tanz gehen mit einer Hockeymaske auf und meinem Trenchcoat. Oh, Mom, wenn mich heute Abend jeder mit Elroy sieht, werde ich zum Gespött der Leute. Das wird der schlimmste Abend meines Lebens werden. Hallo, Schatz. Schon fertig für deine große Verabredung? Es sieht ganz so aus. Und wie fühlst du dich? Naja, meine Verabredung ist ein bisschen vertrottelt. Ach, ich wette, er ist nicht so schlimm. Wie heißt er? Elroy. Dad, lachst du etwa? Wie kommst du denn darauf? Das wäre ganz schön gedankenlos von mir, über jemanden zu lachen, nur weil sein Name... Elroy ist... Troy. Im Ernst. Ihr habt ein Sprichwort auf eurem Planeten, das ich immer mochte. Beurteile ein Buch nicht nach seinem Einband. Außer das Buch heißt Elroy. Auf Wiedersehen, Schatz. Er ist hier. Mom, wenn du mich wirklich liebst, dann sagst du ihm, ich wäre tot. Nein, Evi, gib ihm eine faire Chance. All diese Pannen, die neulich passiert sind, sind wahrscheinlich nur ein Zufall. Ich wette, er wird sich den ganzen Abend nicht ein einziges Mal tollpatschig benehmen. Ich hatte ein kleines Problem mit dem Türklopfer. Ach was, das ist schon in Ordnung. Ich wollte ihn sowieso gerade abnehmen und endlich mal gründlich putzen, wissen Sie? Ich bin Evis Mom. Oh, hallo. Hallo, kommen Sie rein. Hallo, Evi. Hallo, Elroy. Hallo, Elroy. Ich bin Evis Onkel Bino. Oh, das freut mich, Sie kennenzulernen. Wow, das ist das erste Mal, dass mir sowas passiert. Wirklich? Ja, für gewöhnlich bleiben die Dinger an meinem anderen Fuß stecken. Warte, warte, ich helfe dir mit deinem Fuß. Elroy, warum setzen Sie sich nicht? Oh! Danke. Hey! Sie haben es ja wirklich los! Hier. Ja, hatten wir. Hey, was für eine niedliche Pralinschale! Tja, ich glaube, wir machen uns besser auf den Weg, Evi. Jetzt schon? Können wir nicht noch ein bisschen warten, so 5-6 Stunden? Auf keinen Fall! Der Tanz fängt um 8 Uhr. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon richtig aufgeregt. Komm schon, Evi. Ich glaube, stolpern ist hier das Schlüsselwort. Oh, wow! Großartige Stimmung hier, was, Evi? Evi! Hey, wieso hängst du denn da oben in dem Baum? Komm schon, du verpasst den ganzen Spaß! Warte, ich nehme dir deinen Mantel ab. Oh, sieht wirklich riesig aus, der Schmuck. Habe ich doch gut ausgesucht, oder? Danke. Weißt du, ich hatte noch nie zuvor einen Schmuck aus Karotten. Ich gehe jetzt deinen Mantel aufhängen. Hoffentlich bemerkt mich hier niemand. Hallo, Evi! Du hast es tatsächlich durchgezogen? Ganz ehrlich, Evi, ich bewundere dich wirklich. Ich möchte nur, dass du weißt, dass ich immer mit dir sprechen werde. Obwohl das sonst niemand mehr tun wird. Hey, komm schon, Evi! Lass uns Baggy tanzen. Das heißt Boogie. Das habe ich doch gesagt. Sieh es von der positiven Seite. Wenigstens ist Chris nicht hier als Zeuge deiner Stunde der tiefsten Erniedrigung. Hallo, Evi. Das reicht. Ich hab genug. Ich verschwinde hier. Es tut mir leid, Elroy. Aber ich muss auch etwas an meinen Ruf denken. Ich meine, sieh dich doch mal an. Eine zerbrochene Brille, zwei linke Füße. Armer Kerl. Wie kann ich einen Jungen mit zwei linken Füßen im Stich lassen? Ich werde dir zeigen, wie das geht. Es tut mir leid, Elroy. Ich möchte dir nicht wehtun. Aber ich kann nicht länger einen Narren aus mir machen.
Vielleicht kann ich doch noch 10 Minuten einen Narren aus mir machen. Hallo, Evie, wo bist du gewesen? Oh, ich war nur etwas an der frischen Luft. Du bist so ein heißer Tänzer, dass ich mich abkühlen musste. Ich bin froh, dass du zurück bist. Hey, das ist riesig, was du da treibst. Schaut mal alle her, das ist der große Elroy. Hey, das war großartig. Du bist die Tollste, mit der ich je getanzt habe. Und noch dazu die Einzige. Danke, E.T. E.T.? So nenne ich doch deine Freundin, nicht wahr? Großartige Bewegung, Elroy. Hey, danke. Oh. Hey, hey, wie kommt es, dass du nicht getanzt hast? Oh, ich bin leider allein hier. Was, du? Mr. Cool? Tja, ich war ja wohl nicht cool genug. Die Wahrheit ist, ich war ein Narr. Aber ich habe eine sehr wichtige Lektion von dir gelernt. Von mir? Von Mr. Lauwarm? Ja, ich habe gelernt, wenn man mit jemandem ausgehen möchte, den man wirklich mag, muss man ihn rechtzeitig fragen. Ich meine, ich habe einfach zu lange gewartet, Evie zum Tanz zu bitten. Du bist mir zuvor gekommen. Oh, warte eine Sekunde. Du hättest mit diesem großartig beliebten Jungen ausgehen können? Und nun bist du mit mir hier. In so einer Situation nehme ich an, da gibt's nur eins, was ich tun kann. Es genießen, solange es geht. Komm schon, Evie. Oh Mom, ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Wir haben die ganze Zeit getanzt und geredet. Worüber denn? Über alles. Du wirst das sicher nicht begreifen, aber es war, als ob wir auf derselben Wellenlänge wären. Ich fühlte genauso, als ich deinen Vater traf. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Mom. Elroy, was machst du denn da? Ich falle. Oh. Danke. Danke. Danke, Evie. Siehst du, ich sagte dir ja, für gewöhnlich bleiben die Dinger an meinem anderen Fuß stecken. Was willst du hier eigentlich? Ich bin gekommen, um Lebewohl zu sagen. Was meinst du mit Lebewohl? Ich muss fort. Als ich vom Tanzen zurückkam, erhielt ich eine Nachricht von meinen Eltern. Du lebst nicht bei deinen Eltern? Nein, nein, sie sind zu Hause, aber sie möchten, dass ich viel herumreise. Sie wollen, dass ich weiß, wie andere Leute leben. Sowas wie ein Auslandsaustauschprogramm? So ähnlich, ja. Gewöhnlich macht es mir nichts aus, rumzuziehen, aber dieses Mal ist es anders. Ich hatte noch niemals eine Freundin wie dich. Ich werde dich sehr vermissen. Wann fährst du weg? Heute Nacht, jetzt gleich. Ich bin eigentlich schon weg. Oh, Elroy, ich werde dich auch vermissen. Ich wünschte, du könntest bleiben. Weißt du, wenn ich zu meinem Planeten zurückkehre, werde ich jedem da oben erzählen, wie nett Erdlinge sind. Planet? Erdlinge, wovon sprichst du eigentlich? Also, ich muss jetzt wirklich gehen, meine Mom wartet auf mich. Ich werde dich niemals vergessen, Evie. Heute Abend war der größte Abend meines Lebens. Mach's gut, Evie. Warte, ich brauch noch deine Adresse. Wo ist der hin? War er vielleicht wirklich außerirdisch? Nein. Naja, vielleicht doch.
für das süßeste Mädchen im Weltall. In Liebe, E.T. Oh, Elroy. E.T.? Hallo, Mom, ich bin zu Hause. Sei vorsichtig, Schatz. Ich habe gerade den Fußboden gebohnert. Oh. Willkommen zu Hause, Elroy.